mich an diesen Abend nicht mehr erinnern. Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf diesem Kanal. Ja, ich schrei nicht, aber ich schrei gerne, Alter. Ich habe halt nur so eine hohe Stimme, ich kann auch nichts dafür. Ja Leute, auf jeden Fall, ihr liest es schon im Titel und zwar... Der Titel ist krank, oder? Abonnentin geschwängert Prank an besten Freund. Vielleicht kennt der eine oder andere den Robert noch. Und zwar, Robert ist der, mit dem ich den Kanal aufgemacht habe und ein bisschen groß gemacht habe. Ja, er war, sagen wir mal, 2 Monate dabei und dann ist er gegangen. Und wer sich noch daran erinnern kann, habe ich Robert damals immer geprankt. Ja, das ist über ein Jahr her. Der letzte Prank an Robert, ja, über ein Jahr. Und heute ist es wieder soweit, Leute, ja. Heute ist es wieder soweit. Der Robert war ab und zu mal bei mir, ja, in der Zwischenzeit. Aber ich habe ihn halt nicht geprankt. Und ja, heute ist es soweit. Ich prank ihn. Ich habe mit Ayub einen gefakten Chatverlauf gemacht, ja. Mit so angeblich, dass ich eine Abonnentin geschwängert habe im Club. Dass ich besoffen war und dass ich sie geschwängert habe. Ich blende euch jetzt hier, ja, ein paar Screenshots ein. Dann könnt ihr das alles durchlesen, wie wir das gemacht haben. Ich habe den Robert angerufen und habe gesagt, ey, Bro, komm mal her, ich muss mit dir reden, das ist richtig was Krasses passiert. Und er meinte so, ja, klar, normal. Also wenn ich ihn brauche, ist er immer da. Ja, Leute, ich würde sagen, wir warten auf Robert. Ja, und ich verstecke die Kamera. Er hat mir zu mir gesagt, er ist eine halbe Stunde da. Schauen wir mal, ob er eine halbe Stunde da ist. Und ja, Leute, ich würde sagen, let's go. Ja? Oh, 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 Bratan! Oh! Oh, Zias, Digga! Alles klar, Digga? Muss. Ja, komm rein, Digga. Oh, Digga. In der letzten Zeit läuft's so gut, Digga. Ehrlich? Oh, weißt du wie? Ich freu mich übelst. Übelst. Oder ich freu mich auch. Digga, aber immer wieder, wenn er zu mir kommt, alles packt er aus, alles hinlegen, Digga, ne? Kein Bock an mir. Keine Lust. Bruder, erzähl mal, was gibt's Neues, Bruder? Arbeit, viele Stress, wirklich, bist du deppert. Mit Auto, bisschen was, musst du übliche Sachen herrichten, Werkstatt. Freundin? Freundin geht auch klar. Familie, alles gut? Ja, sicher, geht alles gut. Und wie geht's dir? Bruder, mir gegenseitig sehr gut. Aber, genau, jetzt kommen wir zu diesem Aber. Eieiei. Bruder, hör mal, Red hat ein Mädchen geschrieben, ne? Ich war vor 3 Monaten ab, und Graz, Bollwerk. Kennst du dieses Bollwerk? Graz, feiern. Ich glaube schon, ja. Ich weiß, keine Ahnung. Schon gehört, schon gehört. Komische Disco, Digga, ja. Auf jeden Fall war ich dort feiern, Digga. Und da waren ein paar Mädels, ich war mit ein paar Freunde. Waren wir dort feiern, Digga. Hab was getrunken. Warum trinkst du Alkohol? Das wollte ich gerade sagen, Digga, lass mich mal ausreden, Bruder. Was, ich trinke eigentlich keinen Alkohol, das weißt du. Auf jeden Fall habe ich was getrunken. Und da war ein paar Mädels und eine davon war eine Abonnentin von mir, die mich erkannt hat. So. Nichts Neues. Ja, Bruder, nichts Neues eigentlich. So. Immer werde ich halt ab und zu mal irgendwo erkannt, weißt du? Auf jeden Fall, Bruder, ja. Habe ich mit der getanzt, geredet, bla bla bla, dies, das, war ein hübsches Mädchen. Ich weiß nicht mehr, wie alt sie ist. Ich weiß nur, sie heißt Katharina. Keine Ahnung, ob sie auch dort wohnt. Kann sein, dass sie am Arsch der Welt wohnt, Digga. Aber ihre Nummer ist österreichische Nummer, also muss sie österreichisch wohnen. Und ja, Bruder. Sie hat mir heute geschrieben, Bruder. Und ich sag dir ganz ehrlich, was sie mir geschrieben hat, mein Herz ist mir in die Hose gerutscht, Bruder. Wallah, Bruder, mir ist kalt geworden, Wallah. Ich zeig dir jetzt Chatverlauf, Bruder, kannst du gerne sehen. Jetzt bin ich gespannt. Lies einfach durch. Ja, kannst du eigentlich durchlesen von Anfang bis Ende.
Ich sag dir ganz ehrlich. Stabile Frau, Digga. So, hey, wer bist du? Mein Name ist Katharina. Hey, Katharina, Alter, willst du mich verarschen? Nein, mein Ernst, du weißt wirklich nicht, wer du bist. Dein Ernst, dass du diese Nacht vergessen hast. Welche Nacht? Wann denn, hä? In Graz, in Bollwerk. Wann denn? April, also. Jetzt kann ich nicht daran erinnern, was soll in dieser Nacht passiert sein. Hasni, wir hatten Sex. Du hast mich entjungfert und du hast mich geschwängert. Das ist nicht dein Kind. Hä? Das ist nicht dein Kind. Das ist mein Kind, Digga. Guck doch, Schwangerschaft, diese Ultraschall, das ist mein Kind, Digga. Ja, ich seh's. Ja, das ist ein Kind, das ist ein Lebewesen, Anna-Lauren. Ja, ich seh's, Digga. Was, wie, Alter, niemals, nein, Alter, hör doch auf, ja. Im dritten Monat schwanger, was? Wie, Alter, hä, wie? Digga, war ich so betrunken? Wie viel hast du getrunken? Bruder, ich weiß es nicht mehr. Ich kann mich an diesen Abend gar nicht mehr erinnern, Digga. Ich kann mich an diesen Abend gar nicht mehr erinnern, Digga. Nein, mein Leben ist vorbei. Dein Leben ist auch vorbei. Bruder, mein Vater fickt mich mit Vaseline, Digga. Mit Vaseline, Digga. Hinten in meine Puperze, Digga, Alter. Kannst du mir glauben, Digga? Ich weiß nicht, was ich tun soll. Ich bin nicht bereit für ein Kind. Bitte treib das Kind ab, bitte. Ich kann nicht. Warum nicht? Ich will das von dir. Bruder, ich will, dass ihr das Kind abtreibt, Alter. Digga, die heute will mit dir Kind großziehen. Ich will, dass ihr das... Aber du schreibst abtreiben. Dritter Monat geht nicht abtreiben. Ist dir das bewusst? Weißt du, ich das wissen? Bin ich eine Frau? Bin ich eine Frau, Mann? Bin ich eine Frau? Nein. Was schreist du mich jetzt an? Ja. Was kann ich dafür, wo du deinen Pimmel reinstellst? Und ohne Kondom auch noch. Und irgendeine Abonnentin. Ein Jungfer, Digga. Entjungfert, Digga! Chill doch mal, Digga, was ist los mit dir, Alter? Entjungfert, Digga, komm mal klar, Digga, du wirst 23 Jahre alt. Dieses Mädchen ist vielleicht 15, 16, 17. Digga, und du gehst irgendwo feiern, da, und du steckst deinen Pimmel einfach rein, ohne Kondom, ohne nachzudenken, wenn du so betrinken musst, Digga. Was ist mit dir? Das kenn ich dich, ich kenn dich so nicht. Was ist mit dir passiert? Was? Nur weil du mit diesen 2, 3 Jungs unterwegs warst. Warst du mit diesen unterwegs? Ja, mit wem soll ich sonst unterwegs sein, Bruder? Ja. Bruder, du hast auch keine Zeit, Bruder. Ja, Digga, aber trotzdem können wir sich ab und zu mal treffen, oder so wie bis jetzt immer. Ja, aber Bruder, ich wollte feiern gehen und ich weiß, du hast eine Freundin, die erlaubt dir nicht feiern zu gehen. Deswegen, verstehst du, was ich meine? Wo ist das Problem? Können wir gerne Shisha gehen, irgendwo was trinken? Ja, und ich wollte halt nicht Shisha gehen. Ich wollte halt meine... Nein, meine... Lage übertreiben. Ja. Du übertreibst auch deine Lage. Digga, ich bin dein bester Freund, Digga. Ja. Was habe ich dir mal gesagt? Bleib nicht mit diesen Jungs. Ja, was können diese Jungs dafür, Jungs. Digga? Was können diese Jungs dafür? Schlechte, wie sagt man? Einfluss. Genau. Oh. Schlechter Einfluss. Ist dann cool, oder? Geh mal Disco, surfen. Und... was ist mit dir? Chill doch mal, Mann. Ehrlich, Digga, chill doch mal. Was sagst du? Was für Angst, Digga? Ich hab keine Angst vor dir, Digga. Nein, solltest du aber, lieber. Ach, warum, Digga? Digga, wenn du richtig behindert bist. Richtig behindert. Ah, du, als ob du nie Fehler gemacht hast. Okay, ich habe Fehler in meinem Leben gemacht, aber nicht solche Fehler. Ich benutze wenigstens Kondom, Digga. Ja. Nicht so wie du ohne. Digga, hat's dir Spaß gemacht, wenigstens? Digga, ich kann mich an diesen Abend nicht mehr erinnern, Digga. Kapierst du es nicht? Dann trink nicht so viel, oder? Trink nicht so viel, dass du nicht mehr weißt, was du machst. Digga, woher soll ich noch nie in meinem Leben getrunken? Ich hab das erste Mal getrunken. Woher soll ich wissen, wo meine Grenzen sind? Woher? Du scheiß Freunde hast, Digga. Ja, wow. Ja, was für ein super Freund, dankeschön. Was für ein super Freund, dankeschön, Digga. Digga, Respekt. Dein Ernst? Ja, mein Ernst, Digga. Ja, mein Ernst, Digga. Ich komme hierher und helfe dir jedes Mal, Digga, wenn du irgendwelche Probleme hast. Und du stellst mich da als schlechten Freund. Wow, hi, Mann. Ja, Mann. Bonus, du hast da noch.
Ey Robert! Bitte komm mal her, bitte! Nein, Bruder, komm mal her, Bruder! Bruder, bitte komm mal her! Bruder, bitte komm mal her! Was willst du? Komm einfach her, bitte! Was willst du? Komm einfach her! Ja! Bruder, komm rein, Bruder! Bitte komm! Bruder, komm rein, Bruder, bitte komm! Fick dich und dein YouTube! Fick dich und dein YouTube! Leute, ich kann gar nicht. Bruder, du hast ganze Sachen. Leute, ich hab was er gemacht hat. Ey, Bruder. Es musste einfach wieder mal sein. Die Leute haben dich. Wieder mal sein. Hör mal auf. Bruder, hör auf. Bruder, bitte hör auf. Was sagst du dazu, dass ich wieder geprankt habe? Bruder, bitte hör auf. Wieder geprankt. Leute. Digga, ich hab den geprankt, Alter. Ich würde sagen, Robert, der Prank ist mir gelungen. So Leute, auf jeden Fall, ich hab's geschafft, Robert zu pranken. Bitte gib den Robert, wie ist es so wieder mal geprankt zu werden? Nach langer Zeit endlich, Digga. Mein Kommentar ist F. Deine Haare, Digga. Schau meine Haare. Schau meine Haare, bitte hör auf. Ich komme hier und du machst so eine Scheiße. Ich hab dir gesagt, hör auf, bitte. Hör auf, bitte. Okay, Bruder, ein Jahr ist ja, komm schon, ein Jahr, Bruder. Komm. Die Leute haben dich vermisst, Digga. Die Leute haben dich vermisst. Oder die Leute haben dich vermisst. Oder ihr habt ihn vermisst. Okay, Leute, ich würde sagen, wir kommen zum Ende. Jo Leute, was geht ab? Auf jeden Fall habe ich es geschafft. Robert! Die Geister, spielst du mal die Geister ab und zu mal mit? Auf jeden Fall, ich habe ihn geprankt, Leute. Und ich sage euch gleich, bei 12.000 Likes prank ich ihn nochmal. Aber ich weiß nicht wann. Was? Ich weiß nicht, wann ich auf mein Projekt. Keine Ahnung, auf jeden Fall, Leute. Like das Video, wenn euch das gefallen hat. Vergiss nicht zu abonnieren. Und folgt auf Instagram, folgt auf Snapchat. Und ich würde sagen, wir kommen jetzt zu den 5 Leute, die wir immer grüßen. Ja, Leute, Grüße gehen raus an Marvin Blitzer, an Ben Ali, an Angie, Moritz Moser und Nicole Meyer. Ihr habt kommentiert, Hashtag Glocke aktiv. Grüße gehen raus an dich. An dich, an euch. Spaß, Leute. Auf jeden Fall Grüße gehen raus an euch und ja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal und haut rein. Ciao.